Ja, liebe Freunde, ich begrüße euch recht herzlich oder gleichzeitig frohe Ostern. Ich versuche einfach das Video jetzt fertig zu machen, dass ich das doch in die Osterfeiertage reinstellen kann. Und ihr seht dabei vom Opa zum alten Mann, aber Modelleisenbahn bleibt. So. Beim letzten Mal habe ich euch gezeigt dabei, wie jetzt der Hauptbahnhof aussehen soll. In der Zwischenzeit, ihr seht ja hinter mir, die Klappe ist auf. Es ist also jede Menge an Friemelkram zu tun. Aber gut, das ist halt das, was ihr ja auch kennt. Und so versuche ich euch jetzt nur einen kurzen Überblick zu geben, wie der jetzige Status aussieht, bevor wir in Richtung Rhein marschieren. So, lasst es euch gut gehen. Ja, sammelt noch ein paar Ostereier. Das Wetter ist im Moment schön. Ihr seht ja auch hier, da die Sonne scheint. Und ansonsten wünsche ich euch viel Vergnügen mit dem heutigen Update. Hier zeige ich euch auf vielfachem Wunsch noch einmal das Gleisbild, so wie jetzt der Bahnhof entstanden ist. Hier rechts ist natürlich wieder ein Fehler. Jetzt müsst ihr sehen können dabei. Hier rechts ist dann die Gleiswendel. Hier in der Gleiswendel habe ich also insgesamt 4 Bogenweichen eingebaut, so dass ich also auch von dem herauffahrenden Zug, normalerweise ist das Gleissystem ja getrennt, rechts fahrend, komme ich hier hoch, fahre also hier, wenn ich normal fahre, hier rein und komme hier auf Gleis 3, 4, 5 und 6. So, und wenn ich jetzt hier die Weiche schalte, kann ich ja nochmal nach vorne kommen und kann hier auf Gleis 1 und Gleis 2 einfahren. Das heißt, wenn ich also aus dem Schattenbahnhof komme, kann ich alle 6 Gleise hier bedienen. Sollte der Zug jetzt, brauchen wir gar nicht, so, machen wir die umgekehrte Richtung. Wenn die Züge also hier von den Gleisen 4 bis 6, nein 3 bis 6 kommen, kann ich sie hier über die Weiche wieder auf den äußeren Ring in den Schattenbahnhof fahren lassen. Und die Züge, die hier auf 1 und 2 stehen, können also direkt in den Schattenbahnhof fahren. Auf der anderen Seite sieht das jetzt so aus, wenn ich hier das Gleis 1 habe, kann ich also hier mit rüberfahren über diese Weichen und um wieder rechts zu fahren, kann ich jetzt hier den rechtsrheinischen Zweig ansteuern. Dasselbe ist hier mit Gleis 2, da komme ich dann hier auch wieder hin und für Gleis 3 kann ich das dann ebenfalls. Das heißt, die Gleise 1 bis 3 können also hier rechtsrheinisch bedienen, während die Gleise 2 bis 6 hier entsprechend durch diese Weichenstraßen hier auch auf die rechte Seite des linksrheinischen Strangs führen. Umgekehrt fährt der Zug nun hier vom linksrheinischen Teil hier rein. Dann kann er entsprechend hier die Gleise 6, 5 und 4 bedienen oder über die Kreuzungsweiche hier runter auch die Gleise 3 und 2. So, 3 und 2 ist das. Das Gleis 1 kann ich also rechtsrheinisch nicht bedienen. Linksrheinisch nicht bedienen. Wenn ich jetzt rechtsrheinisch hier runterkomme, hier drauf fahre, dann komme ich auf die 1, hier auf die 2 und dann ist damit
eigentlich schon Schluss. Das heißt also, die Züge, die hier rechtsrheinisch fahren, sind nur über diese beiden Gleise im Bahnhof ansteuerbar. Jo, und hier oben ist dann der Zugang zum BW. Das ist die Strecke, die dann aus dem Lokschuppen führt. Muss ich hier wahrscheinlich nochmal dann rangieren, um hier reinzufahren. Und das hier sind dann die Gleise, wo die Lokomotive entsprechend hier auf den beiden oberen Gleisen von der Kohlung und dergleichen hier bedient wird. Und das untere ist das Kohlengleis, was dann dafür sorgt, dass entsprechend der Kohlenbunker belegt werden können. Diese drei oberen, die hier auch mit dem gelben Punkt noch zu sehen sind, sind alle mit der Drehscheibe dann hier verbunden, die hier oberhalb des Gleiswendels angebracht wird und entsprechend hier dann den Lokschuppen bedienen können. Ja, soweit ist das, was jetzt realisiert ist an der Oberfläche. Und hier ganz links, hier runter laufen jetzt 6 Meter mal doppelspurig rechtsrheinisch, linksrheinisch. In der Mitte kommt noch der Rhein, beziehungsweise soll er kommen. Hier muss ich eine Brücke irgendwie noch gestalten, die dann den Rhein hier Richtung Holland fließen lässt. Und entsprechend kommt jetzt hier etwa hier so das Bahnhofsgebäude. Von Duisburg hin ist es ja nicht käuflich. Das bedeutet, ich muss es selber basteln. Und eventuell hier vorne schon vor eine Straße, die hier mit einem Übergang dann hier verbunden ist. Wer sich im Rheintal auskennt, weiß, dass ich rechtsrheinisch, linksrheinisch jeweils diese Doppelgleise habe und dass rechts und links vom Rhein jeweils die Bundesstraßen. Rechtsrheinisch ist es die 42, linksrheinisch habe ich es jetzt nicht im Kopf. Und wie gesagt, hier wird jetzt also dann 6 Meter Rheintal in verschiedenen Abschnitten soll es realisiert werden. Mal schauen, wie wir das machen. Da existiert noch keine exakte Planung. Das sind eigentlich nur Vorstellungen, die bei mir im Kopf sind. Jo, und weiter geht's jetzt mit der Gestaltung hier dieses Bereichs. Jetzt geht's wieder weiter mit den ganzen Tätigkeiten. Ja, das Gleisbild lag, aber der ganze Gummikork musste ja jetzt noch angeklebt werden. Das sind jetzt die Arbeiten, die im Folgenden sind. Ja, das geht dann über 3 Meter letztendlich, wo das alles geklebt werden muss. Und hier im Schnelldurchlauf, weil ich ja Segmente habe, muss natürlich jedes Gleis wieder mit Strom versorgt werden. Es müssen die Rückmelder vorbereitet werden. Und das dauert natürlich alles seine Zeit, bis das soweit angelötet ist. Tja, nach der Arbeit dabei müssen dann die ganzen Kabel wieder versenkt werden, damit sie auch von unten angeschlossen werden können. Ja, und hier speziell nochmal die Weiche. Es muss ja nicht nur die weichen Zungen bewegt werden, sondern es muss auch das Herzstück bewegt werden. Und das funktioniert natürlich nur, zumindest bei diesen schlanken Weichen bei Märklin, wenn man eben diesen Raster dort nimmt, den ich jetzt da bewege, dann kann ich beides bewegen, sowohl die Zungen wie auch das Herzstück. Und ich bohre einfach ein kleines Loch rein, etwa 0,5 mm. Und kann das dann testen. Ja, die Weichen selber werden ja alle mit Servoantrieb versehen. Das ist natürlich recht angenehm, wenn man einfach jetzt die Klappe hochmachen kann und dort dann die einzelnen Weichen auch anschließt. Da ich keine Steckverbinder nehme, weil mir die zu unsicher sind, löte ich natürlich dann auch das Kabel an, um die vom Servo bis zum Decoder nur eine Leitung zu haben.
Ja, hier seht ihr nochmal die ganzen Übersicht. Hier ist der Decoder. Weil ich ja jetzt einfach nicht die Stecker wieder verwende, muss ich entsprechend dort die Anschlüsse crimpen. Das geht hier mit der Crimpzange eigentlich recht ordentlich. Aber es dauert natürlich alles seine Zeit. Man muss auch mal wieder einen Vorgang wiederholen, weil es doch nicht so hundertprozentig war. Aber wenn die Anschlüsse alle zusammen sind, dann kommt der Stecker drauf und kann dort in den Decoder eingesteckt werden. Die Crimpzange selber ist hierfür nicht allzu teuer dabei. Für 20 Euro etwa habe ich sie erstanden. Und man kriegt also auch hier zum Beispiel dieser Kasten vorne, der verschiedene Steckertypen hat dabei. Ob nun zwei, die man als Jumper benutzen kann, oder eben auch wie drei jetzt hier für die Servos, aber auch mehr dabei und die entsprechenden Steckverbindungen, wo das Kabel eingekrimmt wird. insgesamt gehen also auf diesen Decoder, auch aus dem D-Bip-System, vier Anschlüsse. Ich brauche drei jetzt hier für die Weiche. Hier seht ihr einfach mal, wie das Ganze dann funktioniert. Ich habe also die Stange noch vollständig raus. Die wird anschließend über dem Gleis abgeklipst. Das reicht dann aus, um die Weichen mit dem Servo zu schalten. Ja, die Signale werden natürlich auch angeschlossen. Das wird wieder bei mir mit dem D-Bip-System gemacht. Ein sogenanntes Neo-Control. Ihr seht also hier, wie es bei mir da im Untergrund dann aussieht. Die ganzen S steht eben für das Signal. Und oben im Bahnhof jetzt der Blick auf das dritte Segment. Da sind die Kabel schon alle an den Gleisen angemietet und müssen jetzt natürlich dann alle wieder nach vorne gezogen werden, um dort auf diese Verteiler zu setzen. Ich habe also vier Verteiler in diesem Bereich, weil ich sage, maximal kann ich hier vier Booster anschließen. Jeder Verteiler kann an einen Booster angeschlossen werden. Momentan laufen alle auf eine Ringleitung. Aber das kann ich je nach Bedarf, wie ich feststelle, was ich machen muss, dann relativ schnell ändern, indem ich einfach noch wieder Ringkabel lege und so auch die anderen Booster mit anschließen kann. Das Schöne ist natürlich jetzt hier mit der Arbeitsweise, es ist nichts mehr unten unter der Anlage, sondern es geht einfach von oben, es wird durchgesteckt. Und ich habe die Klappe dann wie einen Arbeitstisch vor mir liegen. Ihr seht hier die vier Anschlüsse, Verteiler für die entsprechenden Stromversorgungen. Und die werden gleich also so angeschlossen, dass sie auch später mal, wie gesagt, mit dem Booster einfach umgeklemmt werden können. Ja, genauso sind also die anderen Decoder dort mit angeschlossen. Alles auf dieser Arbeitsplatte hochgeklappt, lässt sich wunderbar wie auf einem Tisch arbeiten. So, und ich dachte mal zu Anfang des Projektes auch, jede spätere Änderung kostet Zeit, kostet Geld. Ich hatte mich jetzt hier entschlossen, dabei die Segmente nicht aufzutrennen. Das heißt, ich muss also hier entsprechend auch den Mittelleiter mit den Märklin K-Mittelleiter trennen. Elementen versehen. Sie rutschen leicht irgendwo dazwischen, deswegen muss also jedes Mal auch der Durchgang geprüft werden. Kostet Zeit, viel Zeit. Und hier im weiteren Segment, das ist eine Light Control, auch aus dem D-Bip-System. Hier werden jetzt die LEDs mit angeschlossen. Und ich kann hier ebenfalls noch vier Servos mit anschließen an dieses Element. Insgesamt 32 LEDs und 4 Servos. Hat auch noch Schaltausgänge dabei, die ich momentan zumindest noch nicht nutze. Ja, und hier ist natürlich vom Signalanschluss her jedes Mal die Prüfung,
welches Kabel, bei welchem Kabel leuchtet welche LED, um das entsprechend jetzt hier an dieses Flachbandkabel anzulöten. So, und zum Schluss noch eine kleine Überraschung, sozusagen ein Osterei. Ihr seht, es ist ein recht großes Paket, aber was drin ist, das verrate ich euch noch nicht. Ja, meine Lieben, ich bin wieder im alten Dress. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und ich versuche jetzt demnächst dabei, diesen kleinen Kram noch fertig zu machen. Und dann sehen wir einfach weiter. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Euer Klaas.